Data Center Diaries, der Podcast von Data Center Insider. Herzlich willkommen, Herr Thiel. Wofür steht das E in Ihrem Namen? Wir haben Ewald. Es mit Ewald. Also Ewald. Wir haben es heute mit Andreas Ewald Thielen zu tun. Richtig. Der auf einem kleinen Dorf wohnt, hat er mir gerade erzählt. Und er ist aber Experte, was Lizenzen angeht. Und wir reden heute miteinander, weil Microsoft angekündigt hat, die Lizenzen oder die Preise für die Lizenzen von Office 365 um 11% zu erhöhen. Das ist nicht wenig. Und da bin ich drüber gestolpert. Und Sie als Podcast-Zuhörer haben jetzt die Gelegenheit zu einem Hintergrundgespräch. Weil ich möchte mich nämlich bei Herrn Thielen erkundigen, ist das was, was ausnahmsweise gemacht wird, weil Microsoft so eine große Marktmacht hat, können die sich eine 11%ige Erhöhung erlauben? Und diese, also ihre gestiegenen Kosten an die Kunden weitergeben? Oder ist das was, was andere schon vollzogen haben oder unter Umständen nachziehen werden? Gibt es denn eigentlich Alternativen? Was machten andere Unternehmen hier in Deutschland? Und gibt es überhaupt noch welche, die das tatsächlich noch alleine betreiben, ohne aus der Cloud zu beziehen? So, fangen wir mal an. Also, erstmal gibt es 11%. Ab wann? Ab dem, und das ist kein Scherz, 1. April ist das kein Scherz, sondern dann bittere Wahrheit. Da werden auch die Preise nicht erhöht, ja, sondern sie werden angepasst. Das ist die Formulierungsform, die heutzutage der ein oder andere auch Softwarehersteller nutzt. Eine Preiserhöhung hört sich denn nicht so gut an wie eine Preisanpassung. Aber zunächst, Frau Ostler, herzlichen Dank, dass Sie das Thema aufgegriffen haben. Es ist ja Gott sei Dank auch nicht spurlos untergegangen, sondern es gibt, wie zum Beispiel im Handelsblatt und auch in anderen Medien, viele, die das aufgegriffen haben. Und selbstverständlich habe ich mich da auch mit beschäftigt. Vielleicht, wenn Sie erlauben, Sie hatten es angedeutet, Lizenzexperte, da wird es sicherlich eine Menge Leute geben, die viel mehr Expertise haben an der Stelle als ich. Aber ich habe auch nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre, deswegen kann ich ein bisschen was auch zur Preispolitik sagen, nach dem Abschluss in einer großen internationalen Unternehmensberatung gearbeitet. Und nun seit etwa 15 Jahren bin ich im Umfeld der sogenannten Gebrauchssoftware tätig. Und wir handeln keine Cloud-Software, sondern wir handeln sogenannte On-Prem-Software. On-Premise-Software im Verhältnis dazu ist eine Kauf- oder Eigentumssoftware. Das vielleicht ganz kurz zum Hintergrund zu meiner Person. Warum mich so ein Thema interessiert. Erstmal sehen Sie denn überhaupt eine Rechtfertigung dafür? Also 11%, das ist ja schon ein Batzen. Also so stark die Preise zu erhöhen, gibt es dafür eine Rechtfertigung oder nicht? Seitens der Hersteller gibt es natürlich Rechtfertigung. Begründet wurde dieses offiziell mit Währungsanpassung zum Dollar. Das wird von den Experten so negiert. Für mich persönlich ist es aber auch unerheblich, ob ein Unternehmen gestiegene Energiepreise, an dieser Stelle zumindest, gestiegene Energiepreise, Personalkostensteigerungen oder Währungsanpassungen ins Feld führt. Grundsätzlich, und da bin ich auch durch meine Ausbildung natürlich geprägt, finde ich es okay und vollkommen korrekt, wenn Unternehmen erstmal ihre Preise selber festsetzen und auch erhöhen dürfen, so, um zum Beispiel die Marge zu erhöhen. Jetzt haben wir es aber hier an diesen Stellen im Markt der IT- und Standardsoftware
an diversen Stellen allerdings mit einem nicht ganz so freien Markt zu tun. Das heißt, die normalen Marktmechanismen, die solche Preiserhöhungen durchsteuern würden, nach unten, nach oben korrigieren, die finden ja hier nicht statt. Warum finden sie nicht statt? Weil wir in einem sogenannten monopolistisch geprägten Markt unterwegs sind und da gelten eben andere Preiskalkulation und Preisfindungsmodelle. Das kann man theoretisch ableiten, das steht in den guten Lehrbüchern überall drin. Und das kann man sich aber auch ein Stück weit natürlich mit einem gesunden Menschenverstand auch erklären, dass wenn ich mit Monopolisten verhandle oder ein Monopolist einen so großen Anteil in einem Markt hat, dann setzt der einen Preis durch, so wie es ihm genehm ist. Das heißt, das ist etwas, was sich, ist in Microsoft da der Vorreiter und andere werden nachziehen oder andere haben schon ihre Preise angepasst. Also man muss natürlich ein Stück weit unterscheiden, mit welchen Herstellern für welche Art von Kunden beziehungsweise welche Software wir es hier zu tun haben. Wir haben auch deutliche Erhöhungen gehabt, zum Beispiel bei Oracle SAP. Das ist allerdings natürlich auch andere Software, die da genutzt wird, aber ähnliche Marktmechanismen. Das heißt, auch im letzten Artikel des Handelsblatts ganz aktuell haben Analysten gesagt, dass wahrscheinlich die Top 5, 6 der internationalen Software-Riesen alle ihre Preise in der letzten Zeit massiv erhöht haben. Und wir sind ja hier bei Microsoft auch nicht bei den 11% von heute, sondern wir hatten im letzten Jahr ja auch schon eine deutliche Erhöhung, die irgendwo um die 25%, das ist so ein bisschen, muss man gucken, für welches Produkt, wie greift das gerade. Aber wir hatten jetzt gerade erst vor etwa einem Jahr eine deutliche Erhöhung. Das führt dazu, dass wenn Verträge auslaufen, sagen wir in ein paar Wochen, ein paar Monaten, und Sie müssten dieses Produkt oder würden dieses Produkt gerne weiterhin im Abo beziehen, dann eine Preiserhöhung von eher so um die 30, 40% auf Sie zukommt, im Verhältnis zu dem, was Sie jetzt die letzten, je nach Laufzeit, sagen wir einfach mal 2 Jahre genossen haben. Jetzt ist es ja so, Sie haben ja das schon angesprochen, das ist ja, Microsoft hat ja in gewissen Bereichen ein Monopol, mehr oder weniger. Das möchte ich doch noch mal ein bisschen stärker untersuchen. Also ich meine, sind jetzt eigentlich alle Regeln der Marktregulierung durch Wettbewerb außer Kraft gesetzt? Also muss man das jetzt so hinnehmen? Kann man sich nach was anderem umgucken? Ich meine, ich weiß schon mit Gebrauchtlizenzen, aber da reden wir jetzt nicht drüber. Aber ich möchte wissen, tatsächlich, also macht das wirklich noch jemand, dass er E-Mail und Office und Tabellenkalkulation sagt ja heute schon keiner mehr, ist ja irgendein altmodisches Wort. Also macht das wirklich tatsächlich noch jemand im Haus? Macht das jemand selber? Kauft da jemand Software? Und wenn ja, warum? Das sind jetzt eine Menge Fragen zu diesem Aspekt. Ich fange mal ganz vorne an. Sind jetzt tatsächlich alle Marktmechanismen außer Kraft gesetzt? Das will ich nicht hoffen. Ja? Denn dann würde das passieren oder wäre dem stattgegeben, was viele so als resignative Abhängigkeit bezeichnen. Dann wäre das jetzt das Ende der Fahnenstange und wir würden da nie wieder rauskommen. Also es gibt noch Hoffnung. Insbesondere auch, weil wir in Europa, man kann hier und da geteilter Meinung sein zu Europa und seinen Zusammenschlüssen, aber hier haben wir ganz deutliche rechtliche Hebel, die es unter anderem Wettbewerbsrecht etc. dann verhindern, dass solche monopolistischen Züge, ich sag mal, maßlos werden, beziehungsweise auch gegebenenfalls wieder eingedämmt werden können. Das zum einen. Und zum zweiten ist es so, dass in diesen
Marktumfeld doch noch hier und da, auch wenn es nur zarte Pflänzchen sind, es Alternativen gibt. Ich möchte hierfür keine einzelne Werbung machen und zum Teil haben die auch ihre unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Grundsätzlich ist es aber so, dass man im Open Office Bereich zum Beispiel Möglichkeiten findet, die nicht alles, sage ich mal, auf Microsoft Office zu setzen. Per se ist es aber so, und da haben Sie etwas angesprochen, was aus meiner Sicht enorm wichtig ist. Durch diese Monopole und deren Preisgestaltung, wir erinnern uns zum Beispiel ja auch an Teams, ja, was zur Pandemie nahezu kostenlos für jeden in allen möglichen Varianten und Umfang zur Verfügung gestellt wurde. Wenn ein Gigant so ein Tool zur Verfügung stellt für den Markt, welche Chance hat denn noch ein kleines, meinetwegen deutsches, österreichisches, europäisches Softwarehaus, was sich genau auf so eine, ich sag mal, Videoübermittlung oder Videokonferenzsystem konzentriert hatte und das vielleicht jetzt gerne in den Markt gebracht hätte? Also es wird natürlich immer schwieriger, da Lösungen zu finden und Unternehmen zu finden, die sowas anbieten. Einerseits. Andererseits kann ich persönlich nur dafür plädieren, sich immer wieder als Unternehmer oder auch Behörde hinzusetzen, zu schauen, welche Alternativen gibt es und welche echten Vorteile bieten die mir auch. So haben wir zum Beispiel, wenn es sich um eine europäische Software handelt, in den fast meisten Fällen auch etwas unproblematischere Bedingungen hinsichtlich Datenschutz, als wenn wir mit US-amerikanischen Software zum Beispiel arbeiten müssten. Uns ist ja auch auf Data Center Insider Sovereignty ein großes Thema. Und Gaia-X werkelt ja auch schon eine ganze Zeit. Aber irgendwie so den richtigen Durchbruch oder so den richtigen Anschub gibt es eigentlich nicht. Oder sehen Sie das? Also man muss da sehr genau hingucken. Gaia-X, wie ein, zwei andere Sachen, die so ein bisschen drumherum announced werden, diskutiert werden und so weiter, das geht ja schon mal zumindest in eine richtige Richtung. Bei verschiedenen Initiativen muss man aber auch doppelt und dreifach hingucken, weil wenn dann eigentlich mehr oder weniger durch die Hintertür genau diese Monopolisten Teil der Lösung sein sollen, dann ist das diese typische Wolfs- und Schafspelz-Anekdote, die dann irgendwann hochkommen würde. Also da muss man genau gucken. Grundsätzlich finde ich aber diverse Strategien und auch respektive Ziele der EU recht gut. Also was zum Beispiel digitale Souveränität angeht, aber auch die Frage, wie nachhaltig gehen wir, auch ein Teil im Marktsegment mit IT, aber auch Software, also nicht nur die Hardware, auch das wurde ja immer gar nicht mit einbezogen. Auch IT-Software hat einen gewissen Nachhaltigkeitsanteil mit drin. Wie gehen wir damit um? Und da hat die Europäische Kommission respektive EU schon einiges auf den Weg gebracht. Und jetzt heißt es aus meiner Sicht allerdings, da auch standhaft bleiben und vielleicht auch einfach mal die Verhandlungsposition umzudrehen. Also ich bin da ein sehr starker Verfechter und Anhänger unserer europäischen Rechte, die wir haben und Freiheiten. Und ich finde, dass die in keinster Weise niemals und gegenüber wem auch immer zur Disposition stehen können. Das heißt im umgekehrten Fall auch, dass man vielleicht, und da will ich gar nicht die Amerikaner nennen, wir könnten auch China oder andere nennen, dass man sagt, das sind unsere Werte, das sind unsere Standards, die wir hier haben. Und wenn ihr hier in Europa solche Sachen verkaufen wollt, dann müsst ihr euch auch an diese Werte
halten. Punkt. Und dann bräuchte man vielleicht nicht mehr diese ewigen Hin und Hers, die es jetzt gibt. Data Boundary hat jetzt Microsoft mal angeboten. Für mich würde sich so eine Diskussion gar nicht mehr stellen, wenn man noch härter und stärker sagt, das ist unverhandelbar und über alles andere können wir sprechen. Also der Ausgangspunkt war ja die Preiserhöhung. Ja. Also rechnen Sie damit, dass das so einen Aufschrei gibt oder dass das auch dann mal oder dass es im Aufschrei endet mal wieder? Oder rechnen Sie damit, dass das dann eines der, ja, der Punkte gibt, die so einen Wechsel zu europäischen Anbietern oder auch mal zu dem um die Ecke anstoßen könnte? Also ich hatte verschiedene Professoren, aber ein Lieblingsprofessor, der mir mal dann auch gesagt hat, du bist auch, wenn die alle in eine Richtung laufen, dann geh mal zur Seite, bleib mal stehen und überleg mal, ob das so das Richtige ist. Und wenn wir jetzt hier schauen und glauben, dass wir mit Cloud-Abo-Modellen sozusagen die Erfindung unseres Lebens gemacht haben und deswegen nichts anderes mehr in den nächsten 20 bis 100 Jahren oder 1000 erleben werden, dann würde das natürlich sehr bedenklich stimmen und dann könnten wir uns darauf einstellen, dass diese Preiserhöhung oder Preisanpassung quasi jährlich oder wie auch immer kommen. Also einige Hersteller sollen sich ja sogar rausgenommen haben, das auch in Sondersituationen zwischendurch machen zu können. Ich hoffe, dass das allerdings nicht so sein wird und ich hoffe, dass immer mehr jetzt sich mit solchen Artikeln wie gestern, vorgestern im Handelsblatt, wie auch zuvor schon teils in der Wirtschaftswoche, ich selber habe auch schon einige Veröffentlichungen dazu gemacht in verschiedenen Zeitschriften, sich wirklich damit endlich mal beschäftigen, was es eigentlich bedeutet, wenn man sich über ein Abo in eine Abhängigkeit begibt. Also nicht nur Abhängigkeit eh schon von einem Hersteller, sondern dann auch noch über ein Abo. Ich bin keineswegs gegen Technologien, aber man muss ja mal gucken, was gebe ich dafür auf und wo rechnet sich das? Welchen Ausschöpfungsgrad habe ich? Welche echten Vorteile habe ich da wieder? Und da kann es durchaus sein, dass es auch ganz andere Hersteller gibt. Behörden zum Beispiel, fahren häufig im Office-Umfeld noch mit Versionen, die zwei oder drei Generationen zurück sind. Also ein Office 2016 ist im Grunde genommen für die meisten Behörden heutzutage vollkommen ausreichend. Ohne den gebrauchten Softwaremarkt wäre es aber gar nicht machbar, ja, diese Software so zur Verfügung zu stellen. Und dass dieser Markt da ist, kam, weil es mal Menschen gegeben hat, wie ich unter anderem, die sich dafür eingesetzt haben, dass es so einen Markt gibt. Und das stimmt mich hoffnungsfroh, dass es in Europa Manager gibt, Journalisten gibt, viele andere Stakeholder, die sagen, jetzt ist wirklich mal das Ende der Fahnenstange erreicht. Wir können das nicht mehr mitmachen und machen das nicht mehr mit. Und wir lassen uns auch in Verhandlungen nicht mehr sozusagen erpressen. Und diese Worte wie erpressen, Porzellan, Laden und Elefanten und Brachialgewalt, das sind keine Zitate von mir, die findet man tatsächlich in verschiedenen Medien und sollen wörtliche Aussagen von Managern sein, die Großbetriebe leiden. Genau, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Bei welcher Klientel fällt denn Ihre Argumentation auf fruchtbaren Boden? Sind das die Kommunalverwaltungen oder sind das eben auch Großbetriebe? In der Tat würde ich sagen, das geht querbeet. Und weil es eben nicht nur eine Frage des Preises ist, sonst könnte man es sicherlich etwas einfacher stricken und es nur über den Preis verargumentieren. Der ist zum Beispiel für Behörden enorm wichtig, weil das auch Vorgaben sind. Man hat ja in den Behörden auch haushaltsrechtliche Vorgaben, die erfüllt werden müssen.
In diesem Fall ist es sogar mittlerweile eine Verpflichtung, auch gebrauchte Software nehmen zu müssen, aber immer noch keine Verpflichtung, zum Beispiel zu schauen, gibt es eigentlich auch andere Softwareanbieter? Brauche ich tatsächlich, wie Sie so schön sagten zu Beginn, Tabellenkalkulation, Programm, ja, oder brauche ich Excel? Also was brauche ich eigentlich wirklich und wie viel und für wen? Und ich glaube, an den Stellen wird noch gar nicht genau hingeguckt. Und da gibt es eine Selbstverständlichkeit, eine bis hin zur Bequemlichkeit, dann einfach Microsoft auszuschreiben, obwohl, glaube ich, schon über 10 Jahre her, mal ein Abgeordneter, ich glaube, im EU-Parlament mal angefragt hat, ob man das überhaupt noch so im Bausch und Bogen ausschreiben darf. Denn immerhin hätte der Hersteller ja auch diverse Vergehen, für die er vom EU-Parlament mit Strafen versehen wurde. Jeder kleine Händler dürfte dann an Ausschreibungen gar nicht mehr teilnehmen. Also diese Preisgeschichten zieht auch bei vielen. Und wir rechnen, oder ich rechne Ihnen das gerne auch mal dann persönlich zum Beispiel nach und hoch, wenn ich das genaue Konstrukt habe, welche Mengen brauche ich. Ich glaube, dass wir, wenn wir einen Vergleich machen, Cloud mit der Preiserhöhung zu heute, eine Vorgängerversion von Office zum Beispiel 2019, ich glaube, dass Sie auf 3 Jahre gesehen um die 75% sparen könnten. Und 75% respektive ein paar hunderttausend bei einem Betrieb vielleicht von 1000 PC-Arbeitsplätzen, das kann man nicht verschenken einfach so. Diese Argumentation müsste man dann schon beim Aufsichtsrat oder beim Vorstand durchbringen, dass man sagt, die sind mir jetzt egal, diese 300.000, 400.000 Euro, die man da spart. Aber es gibt eben auch Diskussionen, die darüber hinausgehen, nämlich tatsächlich die Frage, ist es eigentlich okay, wenn ich mich in ein langfristiges Schuldversprechen, sozusagen in ein Obligo begebe und sage, ich miete jetzt für 3 oder 5 Jahre so eine Software, habe kein Fallback-Szenario, haben die meisten leider nicht, weiß nicht, wie sich die Preise entwickeln. Und habe also überhaupt gar keine Risikobetrachtung an der Stelle gemacht und schon gar nicht habe ich sie pekuniär dargelegt. Und das scheint dem einen oder anderen heute nicht mehr ganz geheuer zu sein. Und daher gibt es bei Großkonzernen genauso offene Ohren wie bei, ich sag mal, einer Gemeinde hier um die Ecke. Jetzt ist es ja Insgesamt so, ist es. Sie haben ja Open Source schon angesprochen. Wenn jetzt alle Open Source Software nehmen würden, also die wird ja auch lizenziert, aber ich denke mal, dass Sie dann also nicht mehr davon profitieren könnten. Wäre das jetzt für ein Unternehmen überhaupt machbar, komplett auf Open Source in dem Office-Bereich umzusteigen? Und wenn ja, mit wie viel Aufwand oder Zusatzaufwand wäre das verbunden und wären Sie dann arbeitslos? Also vielleicht zwei, drei Vergleiche dazu. Sehr, sehr nette Frage. Vor, ich glaube, 15 Jahren, ich mache das Geschäft im Bereich Gebrauchssoftware seit ungefähr 15 Jahren, da hieß es auf einer Veranstaltung in der Schweiz, wo ich war, ich möge jetzt doch möglichst schnell auf den Vertrieb von Cloud-Produkten umsetzen, weil quasi ab morgen wäre das nur noch das Einzige, was gekauft werden würde. Heute sprechen wir von einem Durchdringungsgrad, glaube ich, von 30 bis 40% in den letzten 15 Jahren. Also so tot, wie man dann glaubte, dass On-Prem-Versionen sind, ist sie dann anscheinend in den letzten 10, 15 Jahren nicht gewesen. Aber Sie sprechen von aller Software oder nur von In diesem Fall zum vergleichbaren Beispiel Office-Projekten? Microsoft, genau. Und auch Microsoft bringt ja immer wieder auch On-Prem-Versionen raus. Und unser Haupthandelsvolumen machen wir mit Microsoft-Produkten. Jetzt kann man natürlich schlecht sagen, ich wäre jetzt arbeitslos oder es gäbe keine Gebrauchthändler mehr oder überhaupt Softwarehändler, wenn jetzt alle auf Open Source gehen würden. Also ich glaube, dass das nicht funktioniert.
Ich glaube eher an hybride Strukturen. Und genauso wenig, wie man in vielen anderen Dingen nur 0 oder 1 spielen sollte, muss man einfach genau schauen. Und es gibt ganz viele Diskussionen, die wir mit Kunden führen, wo ich sage, oh, da würde ich unbedingt den neuen Server nehmen. Und ich würde vielleicht sogar eine Software Assurance abschließen, weil in Ihrem speziellen Fall ist das ein gutes Setup, so wie das in Ihrem Unternehmen passt. Dann verkaufe ich auch keine Gebrauchte, brauche ich auch nicht. Dafür sind wir auch persönlich, ich persönlich nicht bekannt, denn einfach nur was verkaufen zu wollen. In anderen Fällen ist es so, dass man sagt, warum braucht es Office außer Cloud sozusagen? Das können Sie doch ganz normal, so wie früher auch, installieren, eine On-Prem-Version, und die gibt es eben auch gebraucht. In wiederum allen anderen Fällen kann man sagen, muss es jetzt auch noch das Videokonferenzsystem von Microsoft sein, oder gibt es nicht andere Systeme, die wir nutzen können? Und wenn ja, wie häufig nutzen wir die eigentlich wirklich? Und für wen? Und was gibt es da für Preismodelle? Also ich glaube, dass man nicht 0 oder 1 da spielen muss und das auch nicht hinbekommen wird. Es hat vor vielen, vielen Jahren mal eine große süddeutsche Stadt gegeben, das kann man auch nachlesen, die mal geglaubt hat, sich tatsächlich von Microsoft lösen zu können. Und die hat dann auch auf diesen Weg gesetzt. Sie sprechen von München. Exakt, ja. Ich will das nicht beurteilen. Zu der Zeit habe ich mit vielen Behörden auch darüber gesprochen, und es war im Grunde genommen klar, dass dann die Kosten woanders liegen. Also, es war jetzt nicht unterm Strich einfach nur billiger oder günstiger. Es war vielleicht mindestens genauso teuer. Aber es stellte sich ja eben auch die zusätzliche Frage, was hab ich eigentlich auch erreichen wollen? Will ich nur Budgetfragen klären, oder möchte ich auch mich aus einseitigen Preisverhandlungen da entziehen und habe auch noch andere Maßstäbe an meine Software respektive an die Partner, mit denen ich Geschäfte mache? Also hier und da kommt es immer wieder vor. Es gibt auch Großunternehmen, von denen wir kaufen, weil sie sagen, sie wollen mit Microsoft nicht mehr diese Tools einkaufen, weder im Abo noch als On-Prem. Die versuchen über Google oder andere größere Anbieter ihre Workflows, sage ich mal, zu steuern. Also es ist schon möglich, und ich hoffe, es wird noch möglicher, wenn man auch Freiraum lässt, sich zu entfalten in Europa. Noch, also ich möchte das ein bisschen abschließen, aber nochmal zurück auf die Preiserhöhung. Hat Sie das überrascht, dass die doch so deutlich nochmal ausfällt? Nö, nö. Sie haben schon damit gerechnet. Ja, sowas geht dann ja auch im Markt rum. Also selbst wenn solche Sachen nicht in Zeitschriften oder Zeitungen stehen, so bekommt man über ich sag mal, den Großhandel, um das mal so ein bisschen platt zu formulieren, schon das ein oder andere durchgesteckt. Und ich hab einfach gelernt, dass man in bestimmten Zeiten am besten seine Preise durchsetzen kann. Und es gibt jetzt so viele, das kennt jeder aus seinem persönlichen Umfeld auch, so viele Gründe, Preise zu erhöhen. Schlechtes Wetter, gutes Wetter, Währungsdifferenzen, Krieg und so weiter, dass das auch leidlich genutzt wird. So. Und dann macht man das auch. Also ich Die bin nicht Verbindung, verwundert. Entschuldigung, die Verbindung war unterbrochen. Also ich Ja. stelle die Frage einfach nochmal. Haben Sie mit so einer Entwicklung, also so einer doch recht kräftigen Preiserhöhung, schon gerechnet oder kommt sie so vielleicht sogar überraschend spät? Nee, die ist wohl kalkuliert. Die ist wohl kalkuliert.
Ich sagte vorhin ja mal, vor 15 Jahren sagte man mir, Cloud ab morgen quasi überall, gar nicht mehr wegzudenken. Jetzt sprechen die Medien wie gestern in einem Artikel zu lesen von einem Durchdringungsgrad von 30 bis 40%. Wenn wir jetzt bei 30, 40% sind und sie hätten diese Preiserhöhung vor 2, 3, 4 Jahren gemacht, jetzt nur mal ins Unreine gesprochen, wären wir garantiert jetzt nicht bei 30 bis 40% Cloud-Durchdringung, weil es geht nicht hier vorrangig aus meiner Sicht Microsoft um den Einsatz von Technologie. Also wenn das überhaupt eine Technologie ist, einfach etwas, ich sag mal, zu hosten und woanders, ja, also, sondern es geht ja darum, möglichst viele Unternehmen als Abonnent zu gewinnen, ohne dass ich dann auch noch vielleicht Zwischenhändler wie die sogenannten Large Account Reseller oder Großhändler oder überhaupt Händler brauche. Also Microsoft wird vielleicht in 10 Jahren überhaupt keine Händler mehr brauchen, wenn die einen hohen Durchdringungsgrad, einen noch höheren Durchdringungsgrad hätten. Ich glaube, dass das alles wohl kalkuliert ist und solche Preiserhöhungen lassen sich in solchen turbulenten Zeiten, wo es mal schneit, mal regnet, mal Krieg, mal Pandemie, mal Währungsdifferenzen, da lässt sich sowas immer ganz gut verstecken. Ähnlich wie in der Politik werden auch hier dann die unangenehmen Sachen zwischendurch mal gemacht. Jetzt muss ich aber doch noch mal ansprechen, weil das gerade so überall durch die Medien geistert und durch alle Köpfe. ChatGPT wird ja in Bing integriert und soll in andere Microsoft-Tools eingebaut werden. Die hosten das ja auch. Also die haben die Infrastruktur gebaut, damit ChatGPT funktioniert. Das kann sich natürlich ein, sagen wir mal, deutscher Anbieter nicht so ohne weiteres erlauben. Also wenn ich tatsächlich mithalten will, müsste ich auf solche Züge auch aufspringen können. Kann aber nicht jeder. War gestern auf einer Veranstaltung, wo jemand gesagt hat, wir sind führend in diesem Umfeld, weil in keinem Unternehmen wird so viel darüber gesprochen wie bei uns. Das ist bezeichnend. Viele reden darüber, kaum einer weiß genau, was kommen wird und was er damit macht. Ja? Klar, KI ist ein Thema, habe ich schon auch vor vielen Jahren drüber gesprochen. Aber wo setze ich es jetzt genau ein? Und welchen Mehrwert habe ich dadurch? Wo hilft er mir in der Wertschöpfung? Was kostet es mich eigentlich? Was gebe ich dafür auf? Hier wären jetzt erstmal auch so ein paar Fragen von der Unternehmerseite zu klären. Die andere Seite ist die genauso interessant, wo Sie sagen, gibt es denn überhaupt Unternehmen in Europa, die solche Sachen konstruieren können? Und wenn ja, mit wie viel Geld braucht man, um so etwas aufbauen zu können? Also meines Wissens, und ich kann da wirklich nur, und das möchte ich hier nochmal betonen, als Laie sprechen, gibt es viele, viele Unternehmen, auch im europäischen Umfeld, die sich mit dieser Thematik auch intensivst beschäftigt haben. Die es so nicht in den Markt gebracht haben, so nicht erwähnt haben, die aber durchaus auch in der Lage wären, vielleicht unter Verwendung zusätzlicher Vertriebsoberflächen ähnliche Produkte in den Markt zu bringen. Aber wenn ich natürlich im Hintergrund aber Millionen von Kunden habe, wie die Microsoft, dann ist es ein leichtes natürlich oder viel leichter zu sagen, wie bei Teams, das rolle ich jetzt einfach mal aus, das ist jetzt der Standard. Und wenn ich glaube, auch Microsoft diese Technologie nicht alleine oder auch sogar nur zum Teil vorangetrieben hat, ist es für so ein Unternehmen natürlich einfach zu sagen, wo ist der Anbieter, wie heißt der, den kaufe ich. Boom. Und dann integriere ich das in meine Produkte.
Ich kann auch hier wiederum nur sagen, weil solche Entwicklungen eben wahnsinnig wichtig sind, können wir nicht den Anschluss verlieren und solche Sachen anderen überlassen. Wir müssen in Europa Maßnahmen finden, dass wir auch genau solche, genau wie früher in anderen Technologien, wir solche Zukunftstechnologien auch entwickeln. Und dann aber auch in den Markt entlassen. Okay, das soll für heute das Schlusswort sein. Es sei denn, Sie haben noch was ganz Dringendes auf dem Herzen. In dem Sinne dringend, als dass ich tatsächlich nochmal dann hier die Chance ergreifen möchte, den Appell tatsächlich an alle Unternehmens- und Behördenlenker zu richten, sich mit diesen Problematiken respektive Herausforderungen wirklich ernsthaft zu beschäftigen. Im Artikel gestern stand drin, dass sich Unternehmenslenker verstärkt einsetzen müssen in diesem Umfeld, weil ich formuliere das ein bisschen um und salopp, die IT da längst aufgegeben hat und emotional übergelaufen wäre. Zu diesen, das ist tatsächlich bedenklich, emotional übergelaufen wäre zu diesen Händler beziehungsweise Herstellern und da tatsächlich Resignation, also Aussichtslosigkeit herrscht. Das kann es nicht sein. Und liebe Lenker und Lenkerinnen von Unternehmen und Behörden, wenn man sich mit Datenethik, mit ESG, das sind ja auch so neue Verordnungen, die ich hochwichtig finde, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt und last but not least, das soll es jetzt dann auch mehr oder weniger gewesen sein, mit Risiken beschäftigt, wofür Unternehmenslenker auch da sind, dann muss man sich damit beschäftigen, welche Software setze ich wirklich ein, mit wem mache ich Geschäfte, über welchen Zeitraum und wie stark möchte ich auch auf die Vorteile setzen, die wir in Europa haben, wie zum Beispiel Datenschutz. Also Herr Thien, ich freue mich sehr, dass Sie sich ganz spontan mehr oder weniger zu diesem Podcast bereit waren. Also vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ostler, für die Einladung. Ganz großartig. Ich finde es immer wieder toll, so einen Podcast mal zu machen.